geht endlich los. Da sind sie, unsere ersten Gäste. Eine kleine nette Familie. Und die Kinder werden vom Kapitän persönlich natürlich gleich beschenkt mit Plüsch-Dodo, Plüsch-Itzi, unsere Clubbies. Herzlich willkommen, schönen Urlaub. Herzlich willkommen zu eurem Lieblingsreisemagazin und aus gegebenem Anlass natürlich ein Spezial. AIDA Blue fährt wieder. Wir fahren wieder und darauf haben wir uns 7 Monate gefreut. Und die Caro hat ja eben die ersten Gäste begrüßt. Jetzt begrüße ich euch und wir gucken, wie es weitergeht. Viel Spaß! Nach 7 Monaten wird unser Entertainment Manager, der Tobi, jetzt gleich zum ersten Mal zu unseren neuen Gästen sprechen, bevor er sich heute Abend persönlich im Theatrium auf der Bühne vorstellt. Tobi, hast du deine Stimme denn schon geölt? Ja, ein bisschen nervös und aufgeregt bin ich schon nach so langer Zeit, aber es geht endlich wieder los. Let's go. Da geht er jetzt rein und dann drückt er euch auf den Knopf und dann ist er überall auf dem Schiff zu hören, wie man es kennt. Schauen wir mal, ob wir ihn warten können. Liebe Gäste, hier spricht Tobi, Ihr Entertainment Manager. Es ist mir eine große Freude, Sie endlich wieder an Bord begrüßen zu dürfen. Im Namen der Crew an Bord, der Kollegen am Land und in meinem Namen möchte ich Ihnen sagen, Sie haben uns sehr gefehlt. Wir freuen uns so sehr, dass Sie ab heute wieder unsere Gäste sind und das wundervolle Bella Italia sowohl an Land als auch an Bord mit uns erkunden werden. Und genau das machen wir jetzt. Hier kommt die Zusammenfassung des ersten Tages und natürlich mit der Nummer 1 der Dinge, die wir vermisst haben, das Auslaufen. Ja, wenn ich aufs Meer schaue, denke ich an Freiheit, Ruhe, Gelassenheit. Es liegt eine atemberaubende Reise voller neuer Welten, Kulturen und Freunden vor uns. Logbuch, erster Eintrag, Italien, Civitavecchia. Heute kommen unsere Gäste an Bord und eine spannende Reise beginnt. Unsere Caro berichtet mir jeden Tag von ihren Erlebnissen an Land und an Bord. Herr Kapitän, der heutige Tag war ein ganz besonderer. Ich habe heute den Morgen auf dem Pooldeck genossen. Es war zwar bewölkt, aber die Morgensonne hat die Wolken in ein wunderschönes Rosa getaucht. Sah ein bisschen aus wie Zuckerwatte. Wir haben heute unsere Gäste begrüßt. Ich kann es kaum erwarten, mit unseren Gästen das spektakuläre Auslaufen zu genießen. Endlich! Ich glaube, dass es endlich soweit ist. Das ganze lange Warten hat sich gelohnt. Alle Gäste sind glücklich. Wir laufen aus Civitavecchia in Richtung Neapel. Und ich glaube, auf diese Melodie haben ganz, ganz viele ganz, ganz lange gewartet und sind jetzt gerade tief im Herzen berührt. Genauso wie ich. Sail away, 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 sail away.
Wir sind gerade noch ganz beseelt und berührt von unserem ersten Auslaufen gestern Abend aus Civitavecchia, gesteuert von der Brücke da oben. Während unsere Gäste jetzt schon an Land sind, in unserem ersten Hafen in Bella Italia, und zwar in Neapel. Manche essen Pizza, manche essen Pasta und manche schauen sich auch die wunderschöne Landschaft an. Und zwar zum Beispiel den Vesuv. Danke, Caro. Oder auf sicheren Ausflug nach Palermo. Das hat den Gästen richtig Spaß gemacht. Logbuch, dritter Eintrag. Italien, Palermo. Ein italienischer Offizier bringt mir hier und da mal italienische Vokabeln bei. Heute Bienvenuti a Palermo. Herzlich willkommen in Palermo. Tu mi parli d'amor e la vita mi sembra più bella ancora. Una canzone per te e tutte queste. Herr Kapitän, Palermo ist ja eine beeindruckende Stadt. Diese kleinen Gassen, durch die man schlendern kann und die Zeit verliert. Die vielen Plätze mit ihren Kirchen und Palästen und der typisch italienische Kaffee, der war richtig genial. Wussten Sie eigentlich, dass die Italiener im Jahr rund 14 Milliarden Tassen Espressi, denn das ist der Plural von Espresso, konsumieren? Aber ich glaube, Sie trinken genauso viel, Herr Kapitän. Aber der Kaffee auf der Brücke, der schmeckt mit dem Ausblick eh am besten. Ja, wir sind heute in der Kathedrale in Palermo. Es ist wunderbares Wetter. AIDA hat immer alles super organisiert und wir freuen uns schon auf den nächsten Stopp und sind ganz begeistert. Sowieso war die ganze Reise eine Verbeugung vor unserem Gastgeberland Italien und natürlich auch in der Primetime reichlich italienische Momente. Denn ich sag ciao Silvia, deine 5 Minuten, die beginnen jetzt gleich. Aber erstmal herzlich willkommen in Tobis Primetime. Buonasera Tobi, buonasera Kommandante David, buonasera Kommandante Jens, buonasera liebe Gäste, ciao ciao. Zeit läuft, meine Zeit läuft. Okay, jetzt Körpersprache, okay? Gestern haben wir 2 Sachen gelernt, heute lernen wir etwas noch. Also, ich bin sicher, dass jeder kennt diese Geste. Oder? Ja, aber was bedeutet das? Nix. Wie nix? Jeder Geste bedeutet etwas. Also, das heißt, ich rede. Nein, das heißt, perché, also warum, oder wo, dove, oder was, cosa. Einfach so. Mit Emotionen, ja, mit Energie. Aber dann haben wir immer noch mit dieser Hand, oder diese Hand, ist egal, also ich mache mit rechts, okay. Mit dieser Hand, einfach in dieser Position, kannst du auch 2 andere Sachen machen und 2 verschiedene Bedeutungen haben. Na? Zum Beispiel, wenn ich mache so. Was bedeutet das, Tobi? Ich würde sagen, Pasta, Basta. Basta? Ja, genau, Basta. Fertig, Ende fertig, vom Gespräch. Aus. No, sorry, das heißt alleine. So, ich bin alleine in der Straße. So, sono solo nella strada. So, das heißt alleine. Und was heißt das?
Es kommen ganz viele in die Straße. No, heißt, hast du Angst? Und ich kann nicht erklären, warum, aber das heißt, hast du Angst, eh? Hast du Angst? Sag mir, paura, eh? Paura. Da brauche ich gar nicht die Finger dafür, das sehe ich auch in deinem Blick, Silvia, wenn du mich so anschaust. Das ist genau wie kommunizieren wir. Weißt du, das ist nicht nur mit Gesten, nicht nur mit Worten, auch mit Emotionen. No, ich habe einen Witz, Tobi, bitte. Ich wollte das schon gestern sagen und hatte keine Zeit. Jeder weiß Bescheid, dass die italienische Zeit ist nicht wie die deutsche Zeit. Also meine Frage ist, warum sind die Italiener so klein? Warum sind Italiener so klein? Ja, wir sind alle so kurz, also klein. Ja, warum? Weil die Väter haben die immer zu den Kindern gesagt, wenn du groß bist, dann musst du arbeiten. Oh! Ciao, ciao! Grazie! 5 Minuten mit Silvia! Und zum Schluss wie immer die schönsten Bilder von unseren Reisen und diesmal mit der wunderbarsten Musik dazu, dass wir wieder zurück sind. Back on Board mit Wayne Morris. Viel Spaß und bis zur nächsten Woche. Back on board with a smile.